In diesem Video schauen wir uns an, wie wir Bändel oder Träger selber machen können. Ich mache die Träger hier ziemlich schmal, aber du kannst sie natürlich so breit machen, wie du möchtest. Um die Träger zu machen, benutzen wir entweder ein praktisches Maschinchen wie den Simplicity Schrägbandmacher oder aber wir benutzen unser Bügeleisen. Hier benutze ich natürlich meinen Schrägbandmacher, weil das ist alles so schön einfach. Und ich muss nicht so viel falten und bügeln, das macht das Maschinchen alles für mich. Aber im nächsten Schritt zeige ich, wie wir das auch selber machen können mit unserem Bügeleisen. Wir falten unseren Stoffstreifen in der Mitte, bügeln ihn, falten ihn wieder auseinander, falten die äußeren Kanten auf die mittlere Falte, falten den Stoff dann noch einmal und bügeln ihn. Dann öffnen wir den Trägerstoff am oberen und unteren Ende und falten ihn zweimal nach innen um und falten den Trägerstoff dann wieder aufeinander wie zuvor und nähen entlang der offenen Kante. Und dann sind auch die Träger oder Bändel schon fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dass du mit mir zusammen genäht hast. Gib dem Video doch einen großen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos, wenn du magst und folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!